Hallo ihr Lieben und willkommen zu diesem Video. Worum geht's? Es geht um einen Schultergurt und zwar war ich shoppen und habe mir einen neuen Schultergurt für meine Kamera gekauft. Und zwar habe ich mir hier den Sniper Strap Pro 2 geholt. Warum ich mir den geholt habe? Ich habe mich im Vorfeld natürlich schon mal ein bisschen schlau gemacht darüber und warum ich vor allem nicht den originalen, zum Beispiel von Canon, diesen netten Umhängegurt nehme, das verrate ich euch im Video. Gleich erstmal zum Anfang, warum habe ich mir jetzt einen extra Schultergurt gekauft und benutze nicht den Originalkameragurt, den zum Beispiel bei Canon dazu gibt. Ich habe das Ding hier. Ich finde immer so ein bisschen, wer so ein Ding trägt, so ganz typisch im Hals, Kamera vom Bauch, erkennt man sofort, super, ein Touri. Hat auch immer den Vorteil, dass man gleich überall über den Tisch gezogen wird und das alles gleich das Doppelte kostet. Darüber hinaus finde ich persönlich, wenn ich die Kamera jetzt hier vom Bauch hängen habe, stört es mich, gerade wenn ich jetzt irgendwo was mir angucke oder auch laufe. Und ich habe natürlich die Gefahr, dass wenn ich was essen tue oder auch was trinken tue, dass das hier auf meine Kamera klackern kann. Ja, hört sich erstmal blöd an. Muss man aber wirklich mal drüber nachdenken. Ist mir nämlich selbst auch schon passiert. Deshalb, dieser Kameragurt finde ich als Original, weiß ich nicht. Normal müsste man dazu, sieht man auch immer lustig im Urlaub, das sind immer die Leute, die ihre Kamera an so einem Kameragurt haben, die haben auch offene Sandalen an und weiße Tennissocken. Ich weiß nicht, ob die im Lieferumfang mit drin sind normalerweise, bei mir waren die nicht mit drin. Insofern, ich nutze den einfach überhaupt gar nicht. Ich habe ihn schon mal ausgepackt, wir wollen hier kein Unboxing machen, diesen Schultergurt hier geholt. Und was hat der für Vorteile? Ganz klar, ich habe meine Kamera nicht vom Bauch hängen, sondern das ganze System, ihr seht das hier, kann man sich schräg umhängen und dann habe ich meine Kamera hier an der Seite immer safe. Das Ganze ist jetzt ein bisschen gepolstert, es gibt ja verschiedene Anbieter von solchen Gurten. Der hat mir eigentlich am besten gefallen, weil der hat ein paar Features, die andere Gurte halt nicht haben. Hier oben das Schulterteil ist gut gepolstert, man kann hier oben, ist ein Klettverschluss, kann man aufmachen, kann dann auch nochmal die Länge ein bisschen verstellen. Ein Vorteil, den dieser Gurt hier hat, der mir gut gefallen hat, ist, dass in diesem Gurt selber nochmal ein Stahlseil verflochten ist. Das ist hier in der Mitte eingewebt. Das heißt, wenn ihr irgendwo im Urlaub seid, habt eure Kamera, dann gibt es ja gewiefte Langfinger, die zum Beispiel mit dem Messer euch den Gurt durchschneiden können, gibt es alles, und euch dann die Kamera entwenden. Das soll hier nicht möglich sein. Darüber hinaus ergibt sich natürlich auch eine höhere Reißfestigkeit. Der Hersteller selber sagt hier sogar, steht auch auf der Verpackung drauf, er gibt bis zu 1.000 € Garantie, wenn eure Kamera hiermit abschmiert, abfällt, was auch immer. Vielleicht hat einer von euch Erfahrungen damit gemacht. Ich hoffe nicht, dass einem schon mal die Kamera damit runtergefallen ist. Wenn ja, dann schreibt mir mal ins Kommentarfeld, ob ihr da vielleicht sogar eine Erstattung vom Hersteller bekommen habt. Das Ganze wird, deine Kamera wird jetzt hier unten auf diese Stativschraube aufgeschraubt. Das Ganze ist kugelgelagert. Das heißt, es soll sich auch nicht lösen. Das heißt, wenn ich meine Kamera hier raufschraube, kann sie sich frei bewegen. Nicht nur im 360 Grad im Kreis, sondern auch hoch und runter. Und dass sich die Kamera nicht löst, da haben sie hier unten nochmal so ein Gummiplättchen aufgesetzt. Und das soll quasi verhindern, dass die Kamera auch beim Laufen und sich bewegen und drehen sich davon ablöst. Wir probieren das Ganze mal. Ich nehme mal hier meine RP und schraube das auf. Also es macht einen sehr wertigen Eindruck, ist alles komplett aus Metall. Und ihr seht, das kann man super schnell hier auch aufschrauben. In der Beschreibung stand, man soll das so fest drehen, dass diese Gummischeibe hier unten sich so ein bisschen aufwölbt, also zusammengestaucht wird, dass man sieht. Und dann ist der Effekt gegeben, dass sie sich nicht lösen kann. Ihr seht, die Kamera ist jetzt hier quasi kugelgelagert, soll ein sehr hochwertiges Kugellager sein. Und wir können die mal drehen. Ich versuche das mal hier. Ihr seht, kann man frei drehen. Ist erstmal ein bisschen ein komisches Gefühl, hier seine Kamera an so ein bisschen Metall zu halten, aber es macht wirklich einen sehr wertigen Eindruck, muss ich sagen. Wie funktioniert das Ganze jetzt mal? Ich kann es euch mal zeigen. Ihr werdet quasi eure Kamera, ich stehe mal auf dafür, ihr hängt euch die quasi um die Schulter und habt sie dann hier, man sieht seitlich, am Körper hängen. Ja, man kann hier nochmal die Hand drauflegen, ein bisschen festhalten, aber es hält. Es stört auch nicht ungemein beim Laufen oder ähnliches. Ihr könnt es ja auch ein bisschen variieren, dass ihr sie weiter nach vorne nehmt. Wenn ihr jetzt irgendwo im Gedränge seid, links und rechts sind Leute von euch, packt ihr sie euch einfach ein bisschen mehr vor den Körper. Wie funktioniert das Fotografieren? Das ist ganz einfach. Ihr müsst ihr dafür ja hier nicht abmachen von dem Gurt, sondern dadurch, dass sich die Aufnahme hier unten frei auf dem Gurt bewegen kann, rollt sie quasi nach oben und ihr könnt ein Foto machen. Lasst sie wieder hängen, nach oben hängen.
ist eine coole Sache, weil ihr habt auch die Hände frei, wenn ihr gerade nicht fotografiert und ihr müsst dann die Kamera auch nicht immer wieder zurück in den Rucksack packen. Was für mich jetzt noch ein entscheidender Punkt war, war die Frage, da ich ja in der Regel zusätzlich eigentlich immer noch ein Kameraholster verwende und hier meine Aufnahmeplatte habe, ob beides zusammen funktioniert. Das gucke ich mir jetzt mal an. Und zwar schrauben wir das dafür nochmal ab. Das wäre nämlich für mich eine wichtige Frage, weil in der Konstellation, so wie wir es jetzt hier eben hatten, kann ich meine Kamera natürlich nicht auf ein Stativ schnell mal aufstellen, wenn ich das brauche. Ich müsste es jetzt immer umschrauben. Das heißt, wir gucken uns das Ganze mal an. Ich schraube mal hier meine Platte, meine Aufnahmeplatte für mein Gürtelholster auf, die ja gleichzeitig auch eine Stativplatte ist. Ich habe mal über mein Gürtelholster ein Video gemacht, verlinke ich euch oben. Und genau, weil meine Aufnahmeplatte hier unten hat auch extra nochmal ein Stativgewinde. Und, ja, das sieht schon gut aus. Und zwar kann ich jetzt hier diese Aufnahmeschraube gut hier unten draufschrauben auf meine Kameraplatte. Das funktioniert wirklich. Das ist super. Ihr seht es. Ist jetzt quasi zusätzlich auf meine Stativplatte raufgeschraubt. Damit kann ich beides nutzen. Ob das Ganze jetzt funktioniert, ob ich es noch auf ein Stativ aufbauen kann. Ich habe hier mal mein Stativ, mein Reisestativ. Und versuche das mal hier. Klappt super. Sehe ich jetzt schon. Also es funktioniert. Ihr seht, ich kann damit beides nutzen, muss das nicht ständig umschrauben, sondern kann hier meine Schnellwechselplatte von meinem normalen Kameraholster, was ich sonst habe, weiter verwenden. Zusammen jetzt mit dem Schultergurt. Denke ich, stört auch nicht. Sieht auch ziemlich stabil aus, das Ganze. Die Frage ist jetzt natürlich, wie viel hält das aus? Der Hersteller sagt jetzt 5 Kilo. Also es macht noch einen robusten Eindruck, muss ich sagen. Und 5 Kilo würde ich vielleicht nicht direkt dranhängen. Aber ich sage mal so, die Kombination, was hat meine RP jetzt? Sie hat 500 Gramm. Vielleicht, wenn ich von Sigma hier das 70-200 nochmal dranhänge, habe ich 2,5 Kilo, grob geschätzt. Das würde ich dem Gurt schon zutrauen. Ich würde vielleicht hier das direkt auch am Sigma dann anschrauben, diese Aufnahme, und nicht an der Kamera. Da denke ich vorne, dass die Objektivaufnahme da vielleicht ein bisschen leiden könnte drunter. Ansonsten, coole Sache. Das Ganze macht einen recht stabilen Eindruck, muss ich sagen. Also, das ist ja auch wichtig, wenn ich meine Kamera da anhänge für mehrere tausend Euro. Mehr habe ich im Moment dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich wollte es euch nur mal vorstellen. Ich werde das Ding auf jeden Fall ausgiebig testen. Falls du vielleicht schon Erfahrungen damit gemacht hast, ob positiv oder negativ, schreib es mir gerne ins Kommentar. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen wollen, dann abonniere einfach meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.